Hallo, Mitsu hier. 6. Dezember. 6. Dezember, Nikolaus. Einen schönen Nikolaus euch. Und heute sieht das Türchen so aus. Da so eine Art Bilderrätsel. Der Mann mit dem weißen Bart riss die Arme hoch. Ja, da drüben müsste die Iridiumquelle sein. Folgt mir. Je dichter sie jetzt an die Stelle kamen, desto schneller begann das Suchgerät zu piepen. Justus fand dort ein seltsam geformtes Metallteil. Besteht das hier etwa aus Iridium? Der Mann nahm das Teil in die Hand. Fantastisch! Es ist natürlich kein reines Iridium, sondern nur eine Legierung. Also, Iridium ist zu einem kleinen Teil vorhanden. Dann griff der Mann in seine Brieftasche und überreichte dem verdutzten Justus 100 Dollar. Das kaufe ich euch ab, bitte sehr. Ich hoffe, das reicht. Hier ist meine Karte. Wenn ihr noch mehr solcher Teile findet, dann meldet euch. Mit offenen Mündern sahen sie dem wegfahrenden Lieferwagen hinterher. Erst nach einer Weile fand Justus seine Worte wieder. Unglaublich! Ich will wissen, was dahinter steckt. Los, den besuchen wir. Doch als sie losfahren wollten, wurden sie von Tante Mathilda aufgehalten. Moment! Nicht so schnell! Bitte helft mir doch vorher bei diesem verflixten Weihnachtskreuzworträtsel, sonst verbrennen mir noch meine Kekse im Ofen. Aha, okay. Tante Mathildas Weihnachtskreuzworträtsel. Also, wir haben da auf jeden Fall zuerst einen Keks. Dann einen Schlitten. Ein Herz, ein Engel. Was das Blaue ist, keine Ahnung, eine Kugel. Eine Kugel, eine Kerze, eine Trompete. Und ein was? Nikolaus, achso. Nikolaus. Egal. Ein Mond. Ein Rentier. Schneemann, Schneemann. Kannst du das Kreuzworträtsel lösen? Wie lautet das Lösungswort? Schneemann, die Katze. Hier. Katze, Katze, Katze. Da haben wir sie. Das ist ein riesiges! Das ist ein riesiges. Okay, ihr dürft zuerst reingucken. Und was ist drin? Etwas Grünes! Das war's? Das war's? Dafür, dass das Ding so riesig ist? Okay. Oha. Ein grüner Dottel. Oh Gott, ich glaube, wir müssen den zusammenkleben. Oh je. Oh ja, müssen wir. Müssen wir. Super gelöst. Hier bekommst du einen verschneiten kleinen Kerl, der dir zeigt, in welcher Richtung die Geschichte sich weiterentwickelt. Okay. Bastle dir das kleine Alien-Monster einfach zusammen. Alles, was du dafür benötigst, ist alles Kleber. Das heißt, es wird ein Alien-Fall, was mir noch gar nicht aufgefallen wäre mit dem UFO hier vorne drauf.
Klebe die einzelnen Teile, wie in der Abbildung gezeigt, zusammen. Den blauen Schal legst du zum Schluss dem Alien um den Hals und machst einen Knoten, den du mit einem Tropfen Klebstoff fixierst. Lass es nach 10 Minuten, danach 10 Minuten trocknen. Jetzt hast du ein cooles Alien-Monster als Deko. Zu Weihnachten. Wer kennt das nicht? Schnee-Alien zu Weihnachten. Okay, aber ich werde das jetzt nicht machen, weil ich habe nicht so einen tollen Kleber wie die. Keinen Flüssigkleber. Deshalb ja. Ihr seht ja, wie es aussehen soll. Gut, das war das 6. Türchen. Okay. Ja, bis zum nächsten Türchen.